Wir stehen ja heute vor der Brandskapelle auf der Rudolfstraße in Mönchengladbach. Neben mir steht der Uwe Werner. Uwe, erstmal zu dir. Du hast da jetzt in den letzten Wochen eine Welle der Hilfsbereitschaft losgetreten hier in Mönchengladbach zu Ehren von dem Hermann Josef Humeny, der am 25.04.2015 verstorben ist in der Helios-Klinik in Krefeld. Uwe, was kannst du uns zu dem momentanen Fall jetzt schon sagen, bevor wir dir jetzt gleich Fragen stellen dazu? Ja, also aktuell, der Jupp, wie wir ihn mittlerweile im Facebook, im sozialen Netzwerk und auch hier in Mönchengladbach nennen, ist wie gesagt am 25. April verstorben. Er ist alleinstehend gewesen und da er in Krefeld verstorben ist, ist auch dort das zuständige Ordnungsamt für ihn zuständig. Na, und da steht aber noch eine Entscheidung aus, wann die bereit sind, also die städtischen Kosten für diese Beerdigung zu übernehmen. Auf der anderen Seite finden wir aber auch, dass Jupp eine würdigere Beerdigung verdient hat. Und daher haben wir dann über die sozialen Netzwerke einen Spendenaufruf gestartet. Haben sich auch viele ehemalige Heimkinder aus dem Bundesgebiet weit und breit von Bremen bis München runter gespendet. Aber es reicht halt nicht aus, um Betroffenheit herzustellen, insofern, dass wir die Beerdigungskosten für den Jupp zusammenbekommen. Jupp war ein toller Typ. Er war aber auch in seiner Vergangenheit ein ehemaliges Heimkind, der in verschiedenen Heimen in Deutschland nach 1945 war. Und ist dort auch geprügelt worden, er ist sexuell missbraucht worden, er hat Kinderarbeiten verrichten müssen und wo er natürlich nicht für entlohnt worden ist. Das ist aber eine Geschichte für sich. Er hat eine tragische Kindheit, eine tragische Jugend gehabt, wie viele hunderttausende ehemalige Heimkinder in Deutschland auch. Und wir wollen jetzt einfach schauen, dass Jupp würdig unter die Erde kommt. Du sagtest ja bereits schon, der Antrag war ja gestellt für den Heimkinder-Vorwest. Er hätte auch sein Geld ausbezahlt bekommen, was ihm damals zugestanden hätte. Und hätte dann auch in der Akte bzw. in seinem Antrag vermerken müssen, dass er auch, falls er sterben sollte, für die Beerdigung die Kosten übernommen werden vom Heimkinder-Vorwest. Dies ist jetzt nicht passiert. Warum übernehmen die Kosten nicht? Das ist richtig. Die das Leid erlitten haben damals in den Heimen, wie ich auch, und andere, wie gesagt, auch, können einen Antrag an den Heim vor West stellen. Später gab es dann noch ein Heim vor Ost. Und da kann man 10.000 Euro für das erlittene Leid vereinbaren. Aber diese 10.000 Euro muss vorher mitgeteilt werden, wie sie eingesetzt werden. Ob das jetzt für Wohnungsrenovierung, ob das für einen neuen Fernseher ist oder mal für einen Urlaub etc. Wir haben, und das ist uns auch nie mitgeteilt worden bei den Gesprächen, und ich begleite mittlerweile 30 in Mönchengladbach, ehemalige Heimkinder, nie mitgeteilt worden, dass man auch angeben muss, dass im Todesfalle, bevor das Geld ausgezahlt wird, dieses für eine würdige Beerdigung eingesetzt werden kann. Da dieser Zusatz in dieser sogenannten Vereinbarung fehlt, weigert sich der Heim vor West beim Landschaftsverband Rheinland in Köln, diese Beerdigungskosten auszuzahlen, obwohl ihm, das ist auch schriftlich fixiert, diese 10.000 zustehen plus 11.000 Euro Rentennachzahlung, die er als Kind gearbeitet hat und wo die Heime und Einrichtungen nicht in die Rentenkasse eingezahlt haben. Dieses Geld kommt nicht zur Auszahlung, es bleibt in dem Fonds und wir müssen jetzt schauen, wie wir dieses Geld zusammenbekommen, damit Jupp würdig unter die Erde bekommt. Wir reden hier von einem Kostenvoranschlag von ca. 3.000 Euro. Es sind kleinere Spenden bisher zusammengekommen, wenn ich richtig liege, 500 Euro. Das reicht also bei weitem nicht. Und von daher bin ich auch sehr dankbar, dass du und ein Kollege von dir diese Gelegenheit uns gibt, nochmal einen Spendenaufruf zu starten und auch Betroffenheit herzustellen. Ne, für diese Zeit, was diese Menschen wie Jupp, ne, der wirklich auch ein warmherziger, ein gutherziger Typ war,
auch im bis Dezember selbst noch behinderte Kinder in den Bussen begleitet hat, ehrenamtlich. Und so einen kann man nicht einfach, wie man mal gesagt hat, einäschern und dann wird die Urne verscharrt. Das werde ich niemals zulassen. Jetzt hast du ja eben schon darauf hingewiesen, du ziehst ja hier in Gladbach die Strippen jetzt für Juppie. Es gibt ein Spendenkonto, habe ich das richtig verstanden? Richtig. Und die Spendenkontonummer blenden wir natürlich auch hier im Beitrag nochmal ein. Wie ist jetzt der aktuelle momentane Stand überhaupt? Juppie ist zurzeit noch bei einem Bestatter in Krefeld, der wartet die Urne auf die Beerdigung. Und jetzt, wenn das Geld zusammenkommen sollte, wie schnell kann dann eine Beerdigung stattfinden? Also das kann relativ schnell dann stattfinden. Wir sind im ständigen Kontakt mit dem Ordnungsamt in Krefeld, die in dem Falle dafür zuständig sind, weil Jupp in Krefeld verstorben ist. Und sobald die zuständige Sachbearbeiterin nächste Woche Dienstag wieder da ist, können wir loslegen, wann die Urne freigegeben wird. Und dass wir die dann nach Mönchengladbach holen können. Und ab da sind wir für alle weiteren Kosten dann auch zuständig. Und ich hoffe, dass wir dann in der Woche darauf, das wäre also die vierte Woche im Mai, dass wir dann hier vor dem Kapellchen, wo wir jetzt stehen, findet dann auch der Beerdigungsgottesdienst statt mit nebenan anschließendem Kaffee, sodass wir da auch schon Kosten gespart haben. Nur wie gesagt, ne, ich hoffe, dass wir das jetzt in den nächsten anderthalb Wochen, dass wir Jupp unter die Erde bekommen. Und wir haben auch schon eine würdige Grabstätte gefunden, hier in Mönchengladbach, ein Urnengrab. Ich denke mal, da ist er dann auch ganz gut aufgehoben. Das wäre super, wenn es klappt. Wir wünschen auf jeden Fall dafür schon mal viel Erfolg. Hoffen, dass dieser Beitrag auch oft genug geteilt wird, dass sich diese Sache rumspricht, dass vielleicht eine andere mit auf den Zug aufspringen. Und vielleicht ja auch, dass genug Geld zusammenkommt, um diese Beerdigung schnellstmöglich zu finanzieren. Das war's. Das war für Mönchengladbach, aus Mönchengladbach mit sozialem Engagement. Uwe Werner als Strippenzieher hier in Mönchengladbach für die Initiative. Das war's von unserer Seite aus. Bis bald.